Ja. Ah, hallo. Jetzt wird sich sicher jeder fragen, was ich hier mache. Nur, na, was sieht's denn wohl aus? Ich entsorge die Inventarleiste. Was denn sonst? Die brauchen wir bei Sunrise nicht. Okay, vielleicht sollte ich an der Stelle mal erklären, wie Sunrise funktioniert, okay? Also, das Wichtigste ist hier, und deshalb ist das Game für uns Männer eine echte Herausforderung, man muss zuhören. Weißt du, was ich meine? Das heißt im Klartext beim Smalltalk Ohren auf. Das gilt auch für meine Ausführung. Ich sag, was ich denke, damit jeder hört, was ich weiß. Nützlich hierbei ist, wenn man sich ständig vor Augen hält, dass Texte und Dialoge nicht wiederholt werden. Logisch, oder? Wer erzählt schon gerne alles dreimal am Tag? Kommen wir nun zum Handling. Zum Erstaunen aller gibt es in dem Game dann doch noch einen Mauszeiger. Naja, und dieser kann auch noch verschiedene Farben annehmen, um die ungeteilte Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Also, weiß steht für neutral. Das heißt, wenn man mit einem weißen Mauszeiger auf dem Boden herumklickt, mache ich mich zum Depp und tob dahin. Übertreibt die Nummer aber nicht. Okay? Wird der Mauszeiger blau, hat der natürlich keinen über den Durst getrunken. Das signalisiert, dass hier ein Szenenwechsel möglich wäre. Nun gibt's ja Games, da kann man mit einem Doppelklick den Protagonisten, quasi mich, rennen lassen. Dass wir das gleich von Anfang an klarstellen. Ich renne hier nicht rum, während du bequem vor deinem Bildschirm hockst. Sollte es mal wieder zu lange dauern, mach einen Doppelklick, wenn der Zeiger blau leuchtet und die Szene wird geschnitten. Mehr ist nicht drin. Weiter im Text. Ein roter Mauszeiger erscheint, wenn man rein theoretisch mit seinen Mitmenschen labern möchte. Wenn Dialog zu Ende ist, heißt das nicht, dass die Person nichts mehr zu sagen hat. Damit will ich sagen, sollte das ein oder andere Mal nicht alles klar sein, einfach nochmal nachhaken. Wirkt manchmal Wunder. Dann gibt's da noch einen grünen Pfeil. Der erscheint bei Objekten, welche eventen. Gemerkt, ja? Betonung liegt auf könnten. Ich denke, das muss ich etwas genauer erklären. Hab ich recht. Also, folgendes. Werfen wir jetzt mal einen geschulten Blick hierhin. Wir sehen hier eine Waschmaschine und eine Glasflasche. Wenn man den Mauszeiger über die Gegenstände zieht, fängt dieser wie wild an zu tanzen. Soweit, so gut. Jetzt könnte man einmal links klicken. Das ist das Zeichen für mich, mein Allerwertesten, zu dem Objekt zu schieben und einen Kommentar vom Stapel zu lassen. Ich möchte an der Stelle dezent darauf hinweisen, dass ich kein Papagei bin. Also sage ich auch hier alles nur einmal. Nun soll es ja Menschen geben, die dieses Spiel als klassisches Adventure einordnen, was es ja nicht ist. Und deren Spielweise liegt darin, den Mauszeiger oben links in der Monitorecke zu platzieren, um dann Zeile für Zeile den Bildschirm abzusuchen und alles mitzunehmen, was geht. Mit diesem Spielprinzip kommt man hier überhaupt nicht weit. Man kann quasi einpacken. Warum? Nun, es hat mehrere Gründe. Werfen wir doch nochmal einen Blick auf das Handgepäck eines klassischen Adventures, ja? Ich habe keine Ahnung, was für Klamotten oder Rucksäcke die Protagonisten dort besitzen. Fakt ist, die armen Schweine schleppen von einem Flaschenöffner über einen Sack Schrauben, einer Lexikon-Trilogie, Ketten, Tassen, Becher, Trauben, Gullideckel bis hin zu kompletten Auspuffanlagen, Schweißgeräte inklusive Gasflaschen und Tischkreissägen und was sonst noch so anfällt, alles mit sich rum. Respekt. Ich mache ja viel Spaß mit, aber wenn einer meint, ich stecke mir hier die Waschmaschine mal eben in die linke Hosentasche, dann hat er sich gewaltig verrechnet. Das Ding ist nicht nur mächtig groß und fällt damit in die Kategorie unhandlich, nein, es ist noch schweineschwer. Entweder werden zwei Mann abgestellt, um den Sockenfresser zu bewegen, oder wir lassen die Kiste stehen, wo sie steht. Weißt du, was ich meine? So, nachdem wir das jetzt geklärt haben, liegt mir noch eine Nummer auf dem Herzen. Ich gehöre nicht zu denen, die alles einstecken, was nicht nied- und nagelfest ist. Was ich damit sagen will, ich nehme nur das mit, was ich in diesem Moment auch wirklich brauche. Bestes Beispiel hier ist unsere Flasche. Nenne mir einen Grund, warum ich die jetzt einstecken soll. Aktuell ist mir keiner bekannt, also lasse ich die hier stehen. Weißt du, was ich meine? Wenn ich irgendwann mal ein Gefäß brauche, um zum Beispiel Wasser zu transportieren, dann kann ich hierher zurückspiken, um die Flasche zu holen. In diesem Moment habe ich einen Grund, die Flasche mitzunehmen. Es kann manchmal so einfach sein. Ja, damit hätten wir eigentlich schon alles durchgekaut, bis auf mein männermäßiges Multitool. Eine super Sache. Wenn Sie mal schauen möchten, so sieht das Teil aus. Ein einfacher rechter Mausklick genügt und wir haben drei mögliche Werkzeuge zur Auswahl, welche ich auf die eine oder andere Art nutzen kann. Ein Messer, eine Zange und einen Schraubendreher. Habe ich eins davon ausgewählt, wird mir das durch einen orangefarbenen Mauszeiger angezeigt. Fängt der an zu tanzen, wie bei der Flasche hier, heißt das für mich, ich kann mit dem Werkzeug das Objekt bearbeiten. Empfehlenswert hierbei ist, das Gehirn auch gleich ein bisschen mit einzusetzen. Es gibt nämlich Experten, die würden mit dem Messer aus der Flasche gern ein Stück herausschneiden. Für solchen Bullshit habe ich keinen Nerv und werde das auch entsprechend kommentieren. Mit der Zange kann ich auch an der Flasche nichts ausrichten. Und mit dem Schraubendreher sollten schleunigst ein paar Schrauben nachgezogen werden, aber nicht die an der Flasche.
Bevor du dich nun endgültig in das Game stürzt, hier noch so ein kleiner bescheidener Hinweis am Rande. Ich besitze auch noch so ein PDA. Dies kann man durch linken Doppelklick auf meine Person sich auf den Monitor stanzen. Hier gibt's nochmal eine Zusammenfassung über die aktuelle Aufgabe und dessen Objekte. Hin und wieder gibt's auch noch ein paar Hinweise, wenn man mal nicht mehr weiter weiß. Klar soweit? Ja, nachdem wir uns so prima unterhalten haben, überlasse ich dich jetzt dir selbst. Und wenn du mich suchen solltest, findest du mich in Sunrise. Also, hau rein. Bis später und viel Spaß. Ja, herzlich willkommen zu Sunrise. Jetzt geht's endlich los. Lange beworben und jetzt kann ich loslegen. Ja, Reloading System. Hier bin ich schon wieder drüber. Hier bin ich schon wieder drüber. Ich bin die Liste nochmal durchgegangen. Alles Roger. Alle Systeme auf Go. Rydek? Brian, Sie gehört hier. Gentlemen, wie sieht's aus? Sieht gut aus, Max. Gute Arbeit, Jungs. Mein Kopf ist die Hölle, wenn das mal ausreicht. Der Schädel brummt wie wahnsinnig. Alles wegen eines Farbeimers, gefüllt mit weißer Wandfarbe. Wer hätte gedacht, dass die so aufs Gemüt schlagen kann, die Farbe. Oh Mann. Ich hätte lieber auf eine gepflegte Grillparty gehen sollen. Jedes Kriegsgebiet ist ein Scheißdreck gegen das hier. Brian, erklär mir das! Was soll ich sagen? Irgendwie hatte ich mir das anders vorgestellt. Ich werde das Gefühl nicht los, dass wir uns entweder verrechnet oder irgendwas übersehen haben. Und ich werde das Gefühl nicht los, dass ich besser meine Knochen vorher nummeriert hätte. Dann hätte ich's jetzt um vieles leichter. Männers, ehrlich, es tut mir echt leid. Das war bestimmt nicht meine Absicht. Nicht deine Absicht? Das möchte ich aber auch gehofft haben. Hey, hey, genau das werden wir jetzt nicht tun. Wir werden uns nicht die Köpfe einschlagen. Leute, wir haben ein mächtiges Problem und an dem sollten wir schleunigst arbeiten. Ich meine, wir sollten schauen, was schiefgelaufen ist.
Vielleicht kriegen wir bei der Gelegenheit gleich raus, was nicht innerhalb der erlaubten Parameter lag. Wenn ich diesen Bullshit schon wieder höre, innerhalb der erlaubten Parameter, da vergisst man ja glatt die Schmerzen. Max, bitte, versuch es einfach, ja? Versuch einfach, deine Emotionen zu beherrschen. Ich will dir nichts vorschreiben. Natürlich kannst du sauer sein, ist dein gutes Recht. Es ist nur so, es bringt uns kein Stück weiter, ja? Kein Stück. Was macht denn eigentlich unser Blumentopf? Was soll der schon machen? Nichts. Wie nichts? Könntest du das ein bisschen präziser formulieren? Wie Max schon gesagt hat, er steht dort, wo wir ihn vorher hingestellt haben. Und er hat sich keinen Zentimeter bewegt. Nicht mal einen Millimeter. Mann, das war geraten. Das heißt jetzt im Klartext, es hat nicht funktioniert? Oh, na prima. Und du bist dir sicher, Brian, dass der Blumentopf sich nicht bewegt hat, ja? Ich meine, woher weißt du das so genau? Du stehst ja noch gut und gerne, ich meine, du kannst stehen, wo du willst, okay? Aber du stehst ja noch ziemlich weit weg. Rydek, es sind höchstens 5 Meter. Ja, das kann ganz schön weit weg sein. Also für manche Menschen unter bestimmten Umständen ist das eine Wahnsinnsentfernung. Geht's dir nicht gut? Doch, ja, doch, mir geht's blendend. Mal abgesehen von der Beule auf dem Kopf, die mittlerweile größer ist als der Farbeimer. Ehrlich, mir könnte es nicht besser gehen. Also hat sich der Blumentopf nicht bewegt. Kein Stück. Warum bin ich jetzt nicht überrascht? Es hätte ja auch mal was klappen können. Mein Kreuz ist futsch und der Nobelpreis auch. Beschissener kann eigentlich ein Tag nicht beginnen. Ich werde mich gleich mal ransetzen und alle Daten, soweit vorhanden, analysieren, damit ich... Analysieren? Ich erfahre mehr darüber, was hier schiefgelaufen ist, wenn ich eine Kristallkugel befrage. Was war das? Ja, das war deine Muse. Die hat erfahren, dass sie dich nun küssen soll. Ja, manchmal hat man es nicht gerade leicht im Leben, was? Als Muse. War ein Scherz. Komm, Brian, los. Hey, Fräulein. Hallo. Was ist mit ihr? Keine Ahnung, sie konnte es mir noch nicht sagen. Sie ist nämlich bewusstlos. Oh, ich meine, bist du dir da sicher? Hast du ihren Puls gefühlt? Den am Handgelenk? Weißt du, was ich meine? Hab ich nicht. Bis ich den gefunden habe, kann es gut sein, dass dieser dann aus natürlichen Gründen nicht mehr schlägt. Ja, du wirst doch wohl bei einer Frau den Puls finden, Max. So schwer ist das doch nicht. Wer ist sie? Bin ich das Einwohnermeldeamt? Hat sie keinen Ausweis dabei? Brian, ich kann doch nicht einfach eine wildfremde Frau durchsuchen. Wenn ich einen Bulle dabei sieht, was soll ich dem sagen? Gut, dass Sie mich das fragen, Herr Officer. Mein Kollege möchte gern wissen, wie die Person heißt, die vor unserem Haus herumliegt. Meinst du, der glaubt mir den Blödsinn? Brian, wir brauchen einen Notarzt. Sofort. Okay. Na, wir sollten sie unbedingt reinbringen, Max. Ich meine, es ist nicht gerade das passende Wetter, um sie hier rumliegen zu lassen, habe ich recht? Bis der Notarzt hier ist, wird sie sich zwar nicht aufgelöst haben, aber das muss ja nicht sein, dass sie hier noch länger liegt. Verstehst du? Schon klar. Bin dringend dafür. Dann tragen wir sie mal rein. Hallo? Hallo? Verstehe ich nicht. Ich höre nichts. Hallo? Wenn du endlich lernen würdest, dein Handy zu bedienen, könnte vieles für dich einfacher sein. Sehr witzig. Hallo? Hallo? Das gibt's doch nicht. So, aufs Sofa mit ihr. Geht klar. Okay. Das wäre geschafft. Oh, sieh sie dir mal an. Sie ist ja völlig durchgeweicht. Eine Decke. Wir brauchen eine Decke. Oder zwei. Ach ja, genau. Kürzlich habe ich ja doch irgendwo eine Decke gesehen. Im Schrank, wenn mich nicht alles täuscht. Wo ist denn eigentlich Brian? Jetzt bin ich aber gespannt, wie wir aus der Nummer wieder rauskommen. Brian, was ist jetzt mit dem verdammten Arzt? Der mit dem Stethoskop? Um den Hals? Kommt der heute noch? Mein Gott. Da bekommt ja das Wort Not eine völlig neue Bedeutung. Was ist denn jetzt? Ich habe keine Ahnung. Das Handy ist tot. Gibt keinen Ton von sich. Vielleicht hast du auch einfach keinen Empfang, du Technikgenie. Falls es sich zu dir noch nicht herumgesprochen hat, hier im Loft, sieht es im Allgemeinen immer sehr schlecht aus mit Empfang. Lösung? Man nehme sich und sein Handy und gehe damit aufs Dach. Ich telefoniere nun mal nicht so viel wie du. Mit wem auch? Ach, wir hatten hier mal eine Decke. Da bin ich mir doch sicher. Mann, wenn man hier mal was sucht, irgendwas. Es ist nie da. Ach, so funktioniert das nicht. Weißt du, wo die Decke ist, Max? Oh, was wird das hier? Was ist das? Wie heißt sie? Wo ist ihr Puls? Mann, bin ich die Auskunft? Ich weiß nicht, wo die Decke ist. Und nein, ich habe sie auch nicht gesehen. Mann, hast du wieder eine Laune. Die war auch schon mal besser.
Ich meine, du kannst Launen haben, wie du willst. Gute, schlechte, fröhliche, traurige, alle zusammen, ist mir völlig egal. Nur schlage ich jetzt vor, wir konzentrieren uns auf unseren nächsten Schritt und überlegen, wo die Decke ist. Ich möchte dich in deiner Entschlossenheit nur ungern bremsen, aber meinst du nicht, dass es unter Umständen eventuell nicht ganz der richtige Schritt ist? Immerhin hat sie im Regen gelegen und ihre Sachen sind nicht gerade trocken. Du verstehst mich doch, oder? Was willst du denn damit sagen? Spuck's aus. Dass ihre Klamotten klitschnass sind und dass es sehr ungesund ist. Habe ich dich richtig verstanden? Nur noch mal zur Kontrolle. Du willst, dass ich irre? Nee, das funktioniert nicht. Es kann sehr ungesund sein, einer bewusstlosen Frau die Sachen auszuziehen. Ich meine, ich habe schon ein fettes Horn an der Schädeldecke. Ja, weißt du, wie die drauf ist, wenn die wach wird? Bei meinem Glück heute zerlegt die mir noch die Kauleiste. Nee, vergiss es. Also, was schlägst du noch vor? Hast du irgendetwas, was man als Plan bezeichnen könnte? Ihr solltet ganz schnell mal hier raufkommen. Fällt euch irgendwas auf? Ich glaub's ja wohl nicht. Der soll den Notarzt rufen und glotzt stattdessen in die Sterne. Es wird kein Notarzt kommen. Na, das ist gut zu wissen. Und warum nicht? Weil es keinen gibt. Könntest du das etwas genauer formulieren, so dass ich es auch verstehe? Schaut euch doch einfach nur mal um. Die Stadt ist wie ausgestorben. Nirgendwo brennt Licht. Man hört nicht einmal ein Auto. Keine Hupe. Nichts. Wie tot. Wie kann das sein? Das ist völlig unmöglich. Die Stadt ist groß, saugroß. Ich meine, hier leben Millionen von Menschen. Naja, zumindest bis eben noch. Wie geht das? Das war noch nicht alles. Was denn noch? Laut meiner Uhr ist die Sonne schon längst aufgegangen. Selbst an einem regnerischen Tag, im tiefsten Winter, in der abgelegensten Ecke dieser Erde, ist es nicht so dunkel wie hier und jetzt. Da ist was dran. Ich raff das nicht. Was zu viel ist, ist einfach zu viel. Bis jetzt konnte ich der ganzen Sache noch folgen. Schwerlich, aber ich konnte. Und nun nicht mehr. Das muss man sich mal vorstellen. Oder lieber nicht. Da wird man ja ganz irre im Kopf. Brian? Genau. Was ist los, Einstein? Was für eine Scheiße läuft hier? Das möchte ich auch gerne wissen. Okay. Fassen wir jetzt nochmal zusammen. Ich meine, ihr könnt glauben, was ihr wollt, aber Fakt ist, die Stadt ist leer. Ja, keine Menschenseele, kein Lebenszeichen, nichts. Na wunderbar, alles ist weg, inklusive Sonne. Darf man gar nicht drüber nachdenken, da haut's einen glattigen Draht aus der Mütze. Ach ja, und dann haben wir hier noch unsere unbekannte Frau auf unserem Sofa, was mittlerweile bestimmt einem Wasserbett gleicht. Und ein schiefgegangenes Experiment. Entschuldigt mal, Gentlemen. Mal sehen, ob ich das richtig verstanden habe. Bei unserem Experiment sollte der Blumentopf doch von einer Plattform zu der anderen gebeamt werden. Was ich übrigens sehr cool finde. Mit Manhattan hatte dies doch nichts zu tun. Richtig? Richtig. Nur wo bei Zeus fettem Arsch sind all die Leute hin? Ja, wir sind hier in einer Zwickmühle. Ja, und herzlich willkommen zu Sunrise. Ich hatte es noch nicht gesagt. Wir haben, also mal zusammengefasst. Das Experiment ist schiefgelaufen. Die Stadt ist menschenleer. Was für? Ich gehe mal davon aus, dass es New York ist. Ziemlich unwahrscheinlich, dass da keiner mehr rumläuft. Und ja, laut Tutorial, wenn das hier zappelt, dann hat das seinen Sinn. Sieh dir das an. Einst eine tolle Erfindung, von Politikern zweckentfremdet und vorwiegend eingesetzt als die Massenverblödungsmaschine schlechthin. Ich sollte was Sinnvolleres machen. Das ist jetzt nichts Besonderes. Na wunderbar. Sieh dir das an. Doch nö. Ich wollte es nur mal austesten, wie oft ich draufklicken kann. Wow, was für eine Instant-Heim-Anlage. Na, bestimmt Surround 1.5, wenn du drumherum rennst. Was machen wir jetzt mit ihr? Ich meine, abgesehen davon, ihr die Klamotten auszuziehen. Ich weiß es nicht, Mann.
Ich bin kein Arzt, okay? Das ist mir bekannt. Trotzdem sollte uns schleunigst was einfallen. Was Sinnvolles. Ach, die Decke. Ach, wenn ich nur wüsste, wo die verdammte Decke ist. Vielleicht im Kino? Was Sinnvolles, ja? Heißluftpistole. Genau, wir haben unten im Loft noch eine rumliegen. Es sei denn, Brian hat schon ein Düsentriebwerk draus gebaut. Du quatschst vielleicht einen Blödsinn. Heißluftpistole. Ist doch völlig krank. Ich werde Brian fragen, ob er mir hilft, die Decke zu suchen. Brian? Decke suchen? Das kannst du vergessen. Der würde nicht mal seinen Arsch finden, wenn eine Glocke dran hängt. Oh, natürlich. Hier im Papierkorb werde ich genau das finden, was ich suche. Ich sehe es ganz deutlich vor mir. Das ist... Ja, das ist eigentlich ein Mietbeutenklick, fast in jedem, dass man im Papierkorb irgendwas findet. Also. Wieso kommt man immer darauf, den Müll durchsuchen zu müssen? Was soll denn das? Sag mal, das kennst du doch. Langsam wird's etwas eintönig. Können wir nicht mal was anderes angucken? Muss es immer das sein? Ich mag's, den zu provozieren. Sie ist bewusstlos. Daher kann ich schon mal ausschließen, dass sie sich mit mir unterhalten wird. Viel wichtiger ist, dass sie sich nichts wegholt. Na, mir sollte schleunigst was einfallen. Nettes Covergirl. Ich frag mich nur, was dies mit den TV-Sendezeiten zu tun hat. Was mache ich hier eigentlich? Der Teilchenbeschleuniger mit Grill gehört in jede gepflegte Bude, wenn man nicht kochen kann. Starke Erfindung. Also ich persönlich mag keine Mikrowellen. Ich mag keine Mikrowellen. Ich hasse das. Das ist, wenn man richtig kochen will, also Mikrowelle ist tabu. Ich habe meine letzte habe ich erst fortgeschmissen. Die habe ich entsorgt. Stecker abgeschnitten, draußen hingestellt und weg mit dem Ding. Das hat auch schon seine Zukunft hinter sich. Ich glaube, davon habe ich genug gesehen. Sag mal, raff ich es nicht oder was ist los? Wie oft soll ich mir das noch anschauen? Oh, Alter, du bist aber auch schnell genervt. So, ja, Kaffeemaschine. Unsere treue Kaffeemaschine. Zwei Verbesserungen müssten noch ran. Zum einen eine Repeat-Taste und statt einer Kanne ein 10-Liter-Auffangbecken. Langsam wird das ganz schön lästig. Okay, wir müssen ja die Frau jetzt mal zurück, ja, jetzt mal logisch denken. Wir müssen sie ja warm halten, dass sie aufwacht. Sie hat einen Puls, das bedeutet, sie lebt. Ein Lüfter, liebevoll im Volksmund auch Miefquirl genannt. Ah, damit kriege ich das Tool. Okay. Irgendwo muss ich einen Denkfehler haben. Das ist Max Spind. Ja, zu erkennen an sinnlosem Gerümpel, einem dampfenden T-Shirt und einem nackten Hintern. Scharfe Braut. Ja, ja, hier kommt man aus dem Staunen nicht mehr raus, was? Brian sagte, dass er den Heizkörper morgen wegräumt. Das war vor 2 Jahren. Ich glaube, davon habe ich jetzt genug gesehen. Der Fahrstuhl ist zum Glück schon lange außer Betrieb. Den würde ich nur betreten, wenn ich mit mir und der Umwelt fertig bin. Alles, was man für einen gepflegten Bastelzirkel im Kreise der Familie braucht. Draht, Unterlegscheiben, Muttern, Schrauben und vieles mehr.
hochinteressant. Brians Workstation. 4 davon und die Weltherrschaft ist mein. Ich könnte schwören, ich habe das heute schon mal begutachtet. Frag nicht. Ich habe dafür absolut keine Erklärung. Ehrlich gesagt weiß ich noch nicht einmal, wo ich ansetzen soll. Dass sich unser Blumentopf keinen Millimeter bewegt hat, ist zwar nicht so schön, aber auch nicht ganz so tragisch. Was mich mehr beschäftigt ist, wieso ist die Stadt menschenleer? Wo sind die alle hin? Das ist eine gute Frage, eine sehr gute Frage. Wie es aussieht, haben wir hier ein echtes Problem. Ich bin mir nicht mal sicher, ob das Wort Problem unsere missliche Lage ausreichend beschreibt. Okay, dann sollten wir daran arbeiten. An dem Problem, meine ich. Wenn wir hier nur raten, machen wir die Sache nur noch schlimmer. Was ich dich eigentlich fragen wollte, Brian, wie sieht's denn mit deinen medizinischen Kenntnissen aus? Lass mich raten. Du fragst wegen der Frau dort. Richtig erkannt. Man macht dir eben nicht so schnell was vor, was? Ja, und? Was soll ich sagen? Der Biologieunterricht liegt schon eine Weile zurück. Hat mich auch nie wirklich interessiert. Unter der Schulbank habe ich meist ein Elektronikbuch oder Physiklektüre gelesen. Und später bin ich dabei geblieben. Oh, das war eigentlich nicht das, was ich jetzt hören wollte. Hatte mir aber schon fast sowas gedacht. Nicht, dass du das jetzt falsch verstehst. Du kannst natürlich lesen, was du willst. Ganz klare Sache. Und ich bin nach wie vor von deinen technischen Fähigkeiten stark beeindruckt. Bekomm raus, was hier schiefgelaufen ist, okay? Ich störe dich nur ungern, aber irgendwie hänge ich hier fest. Das ist jetzt nur sinnbildlich gemeint. Du hast doch immer Ideen, auch wenn Frauen nicht unbedingt deine Stärke sind. Bei diesem Thema kann ich dir wirklich nicht helfen, so leid es mir tut. Brian, es geht hier weniger um eine Frau, verstehst du? Hier geht es eher um die Tatsache, wie bekommen wir sie trocken. Weißt du, was ich meine? Jetzt stell dir doch einfach mal vor, du hast deine Hose gewaschen und die muss jetzt ganz schnell trocken werden. Was machst du? Ich pack sie in den Trockner. Mein Fehler. Gut. Pass mal auf. Stell dir vor, dein Übermieter hatte einen Rohrbruch und das Wasser läuft die Wände runter. Alles pitschnass und jetzt sag nicht, dass du keinen Übermieter hast. Was machst du? Trockene Luft. Geht's ein bisschen genauer? Ich würde einen Heißluftofen einsetzen oder sowas in die Richtung. Irgendwas, was warme, trockene Luft erzeugt. Ja, soweit zur Theorie, aber was, wenn du keinen hast? Ach, den kann man sich doch schnell selber bauen. Ist doch keine große Sache. Okay, und wie? Im Prinzip ist es ein Lüfter oder ein Ventilator mit einer Heizspirale davor, mehr nicht. Du hast nicht gerade mal kurz Zeit, so einen Heizlüfter Marke Eigenbau zusammenzunageln? Weniger. Mir fällt aber ein, ich hatte mal so einen 2000 Watt Scheinwerfer. Das würde auch prima funktionieren. Was würde prima funktionieren? Was meinst du damit, Brian? Hast du schon mal auf einer Showbühne gestanden? Was um alles auf der Welt machst du auf einer Showbühne? Ich habe in früheren Jahren in unserer Schule für unsere Bauchtanztruppe die Beleuchtung gemacht. Bauchtanztruppe? Naja, jedenfalls war ich dafür das Licht auf der Bühne zuständig. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie warm es dort wurde durch die Scheinwerfer. Da fängt man an zu schwitzen, ohne sich groß zu bewegen. Faszinierend, was? Na Mensch, Brian, das ist es doch. Die Idee mit dem Scheinwerfer. Und wo ist der? Den gibt's leider nicht mehr. Der hat den Absturz von der Zimmerdecke nicht überlebt. Also habe ich ihn entsorgt. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Okay, man kann bestimmt auch andere Lampen nehmen. Ja, was ist mit den Lampen hier im Loft? Zum Beispiel die an der Traverse oder den alten Deckenlampen? Nein, das wird nichts. Die bringen nicht genug Wärme. Du brauchst da schon einen richtigen Fluter, Bauscheinwerfer, Bühnenlicht oder sowas in der Richtung. Bauscheinwerfer, Bühnenlicht oder sowas in der Richtung. Na prima. Die Fragerei kann einen ganz schön irre machen. Also, wir brauchen etwas, um Wärme zu erzeugen und die, ja, die Frau, ja, irgendwie zu, ja, dass sie wieder wach wird halt. Gott. Na wunderbar. Der Osti ist also auch hin. Lüfter habe ich schon mal entdeckt.
Vielleicht nimmt er ihn jetzt mit. Für Otto Normalbürger steht der Lüfter in ziemlich lichter Höhe. Sieh dir das an. Das ist jetzt nichts Besonderes. Hier ist lediglich der Maschendraht mit dem anderen Draht festgedrillt. Es gibt für die Bearbeitung von Draht wesentlich effizientere Werkzeuge. Ich probiere alles erstmal aus, natürlich. Eine Kneifzange würde ich bevorzugen. Dennoch erschließt sich mir nicht, was ich davon habe, den Draht zu zerschneiden. Ich habe keine Ahnung, wieso ich den Draht überhaupt nehme. Und ich habe auch keine Ahnung, wieso du den Lüfter da nicht nimmst. So, Fahrstuhl ist egal. Spind. Oh, natürlich. Hat ganz schön was abbekommen, die Gute. Oder was davon übrig ist. Ob wir die jemals wieder zum Laufen bringen? Riskieren wir mal einen Blick. Ein öliger Lappen und ein altes Taschentuch von Brian. Konsistenz ähnlich. Bitte nicht noch einmal. Sorry, ey. Also... Gott. Brian scheint die Dinger zu sammeln, wie andere Leute Briefmarken. Man könnte denken, ich höre mich gern reden. Wieso habe ich ihn ausgemacht? Wieso ist hier ein Lichtschalter, den man ausschalten muss? Oder kann... Gesichert wie Fort Knox. Hier kommt man nur mit dem Code rein und vor allen Dingen auch wieder raus. Typisch Brian. Wenn Sie mal schauen möchten, ich gucke mir das Ding jetzt zum 1000. Mal an. Besser wäre es gewesen, wenn ich den vorhin auf dem Kopf gehabt hätte. Kann ich mich mal was anderes angucken? Muss es immer das sein? In Verbindung mit einer von Brians Energiezellen ist das unser hauseigenes Atomkraftwerk. Sieht aus wie aus dem Block gefeilt. Ist aber Hightech vom Feinsten. Dieser... Ich könnte schwören, ich habe das heute schon mindestens 1000 Mal begutachtet. Ja, ich habe dich aber leider weggedrückt und ja. Wir können da noch 10 Mal drüber nachdenken, aber verbessern werden wir uns damit nicht. Nein, wir verbessern uns nicht, ist schon klar. Ist ja. So, Brian, ich hoffe, ich kriege Antworten. Ich könnte jetzt wirklich deine Hilfe gebrauchen. Deshalb würde ich mich freuen, wenn du mir für einen Moment deine ungeteilte Aufmerksamkeit schenken könntest. Du kannst sie ja anschließend auch gleich wieder haben. Die Aufmerksamkeit. Ich kann dir gerade nicht folgen. Lustig, dass du das gerade ansprichst. Versuch's doch einfach mal, ist auch nicht schwer. Also, ich gehe vorne weg und du läufst mir einfach hinterher. Bis zu dem Lüfter, der auf dem Spind steht. Den könnte ich oben gebrauchen. An der Problembaustelle. Machst du dich lustig über mich? Nein, niemals. Das würde ich doch nie tun. Sollte ein Scherz sein. Sieht doch nicht immer alles gleich so eng. Aber den Lüfter brauche ich trotzdem. Leider komme ich an den aber nicht ran. Für Otto Normalbürger steht der Lüfter in ziemlich lichter Höhe. Ach, du meinst den Lüfter auf dem Spind? Den habe ich da hochgestellt, weil er defekt ist. Wir haben aber noch einen anderen. Und den muss ich doch jetzt hoffentlich nicht suchen. Brauchst du nicht. Ich weiß, wo der steht. Ich bring ihn dir. Na, das ist doch mein Wort. Wenn es dir nicht so viel ausmacht, dann stell ihn bitte gleich beim Sofa ab. Oben, dort, wo die Frau drauf liegt. Schon klar. Wo sonst?
Oder haben wir noch ein Sofa? Eigentlich nicht. Aber bis eben war ich auch noch in der Annahme, wir besitzen nur einen Lüfter. Oh mein Gott. Wie durch ein Wunder hat er es überstanden, unser Schaltschrank. Na, wenigstens etwas. Ich glaube, mit der Nummer können wir jetzt langsam aufhören. Die macht nicht wirklich viel Sinn. Nein, das macht doch keinen Sinn. Okay, ich würde mal meinen, ich schau mal nach oben. Weil wenn er den Lüfter aufgebaut hat, dann... Dann müsste ich den ja auch irgendwie auch zum Laufen kriegen, ja. Mann, Rydek. Hoffentlich werde ich nie ohnmächtig, zumindest nicht in deiner Nähe. Wie oft willst du mich noch fragen? Das geht einem ganz schön auf den Zeiger. Ja, wir können ja gern tauschen. Mein Vorschlag, du strengst dein Lockenköpfchen an, wie du sie trocken bekommst, und ich passe so lange auf sie auf. Kann es sein, dass du dir wieder mal das Einfachste rausgepickt hast? Ich habe Verantwortung. Schließlich wird sie mich zuerst sehen, wenn sie zu sich kommt. Was erzählst du denn da? Sie ist doch keine Neugeborene. Nicht? Ich könnte ihr was vorlesen. Vorlesen? Du? Na wunderbar. Meinst du nicht, sie ist schon genug bestraft? Ich habe Erfahrung damit. Stell dir das nicht so einfach vor. Neulich hatte ich eine, die hat mir die ganze Nacht irgendwas vorgelesen. Das schlaucht mehr als Liebe machen. Ist nicht wahr. Dich zu fragen, was sie dir vorgelesen hat und von wem, würde das jetzt wahrscheinlich unnötig in die Länge ziehen. Habe ich recht? Das hat einfach keinen Sinn. Oh, okay. Ja, es gibt auch noch andere Räumlichkeiten. Ich meine, jeder kann spielen, was er will. Ich persönlich schicke gern hier mal zum Feierabend ein paar Kugeln ins Rennen. Ich bin doch keine Labertasche. Irgendwann muss doch auch mal gut sein. Das ist das erste Point-and-Click-Adventure, was mir wirklich erzählt, hör auf, da drauf zu klicken. Okay, ja. Erste Hilfe. Ich kenne Leute, denen es eh nicht mehr zu helfen. Im Normalfall ist aber so eine Box wie diese dafür gedacht. Mann, wie oft denn noch? Sieh dir das an. Hier besteht akute Fußpilzgefahr. Es gibt Dinge, die könnte ich mir stundenlang anschauen. Das gehört nicht dazu. Jetzt gäbe es bestimmt eine Menge Leute, die behaupten würden, das Handtuch steht vor Dreck. Ich sag, es liegt. Nee, keine gute Idee. Ach, wieso nimmst du nichts? Wieso nimmt er nichts mit? Ich muss doch irgendwas damit anstellen können. Meine Güte. Lüfter, okay. Ich geh mal zu dem Lüfter und vielleicht kann ich den mitnehmen wenigstens. Und das Gespräch wird auch sinnlos, denke ich. Vielleicht fällt dir noch was anderes ein. Ich glaube kaum, dass ich mich damit verbessern kann. Ja, wo ist denn der Kollege hin hier? Soweit ich mir das merken konnte, hatte Brian erwähnt, dass die Flaschen alle sind, also quasi leer. Wie oft soll ich mir das noch anschauen? Okay, es gibt auch Hinweise.
Es gibt ja hoffentlich Hinweise. Und jetzt muss ich wieder meine Brille wechseln, weil ich sonst nichts erkenne. Als erstes sollte ich mir etwas einfallen lassen, wie man die Frau trocken bekommt. Es ist durchaus möglich, dass selbst nach intensiver Sache keine Decke aufzutreiben ist. Also wir haben keine Decke, ja. Am besten ich versuche eine Alternative zu finden bzw. zusammenzubauen. Vielleicht haben die anderen von Zeit zu Zeit Tipps für mich. Help. Okay. Gehe nach oben und klicke auf den Lüfter. Ja, natürlich. Habe ich doch gerade gemacht. Danach gehe zur Mikrowelle, baue die Heizspirale des Grills aus. Die Heizspirale des Grills ausbauen. Ja, ich will eigentlich nie auf solche Tipps schauen, weil normalerweise komme ich auch selbst drauf. Wenn Sie mal schauen möchten, ich gucke mir das Ding jetzt zum 1000. Mal an. Ja, das ist wieder mal. So ein Grill macht doch im Allgemeinen ganz schöne Wärme. Mal überlegen, wie ich da rankomme. Mit einem Werkzeug? Ja, wenn das der einzige Weg ist, um Wärme zu erzeugen, dann muss es wohl so sein. Wow. Okay, dann habe ich erstmal die Wärme. Spirale und nimm doch mal den Lüfter mit. Ja, ich muss Alzheimer haben. Einzig logische Erklärung. Oh, jetzt ist er wieder da. Ach, bitte nicht noch einmal. Jetzt nicht. Rydek, versteh das bitte nicht falsch, aber ich habe zu tun. Ich nehme mein Messer und schneide jetzt einfach wie wild drauf los. Vielleicht kann ich den Ostsee ja damit beeindrucken. Ja, und das Kabel jetzt abschneiden halte ich für keine gute Idee. Oh mein Gott. Oh nein, das sollte ich lassen, auf die Tipps zu zurückdrücken. Das sollte ich vielleicht lassen. Weil das... keine Ahnung, vielleicht... Das ist vielleicht am Ende nicht so gut. Ja, es war nochmal der Lüfter. Ich sollte meine grauen Zellen mit Blut versorgen. Vielleicht komme ich dann zu einer Lösung. Ich hab doch... Meine Güte. Keine schlechte Idee, mit der Zange den Draht zu entdrillen. Wow. Na, man könnte denken, ich höre mich gern reden. Ja, ich höre mich nicht gerne reden, sondern... Okay, lesen wir mal die Hauptsache durch. Als erstes sollte ich mich mit etwas einfallen lassen, wie man die Frau trocken bekommt. Es ist durchaus möglich, dass selbst nach intensiver Suche keine Decke aufzutreiben ist. Am besten ich versuche, eine Alternative zu finden bzw. zusammenzubauen. Vielleicht haben die anderen von Zeit zu Zeit... Ja, das habe ich ja vorhin schon gelesen. Mikrowelle, Heizspirale. Ein Stück Draht, ja, das habe ich alles hier oben. Ja, um mit dem Draht die Heizspirale an den Lüfter zu befestigen, klicke auf den Lüfter, suche danach unten die Kabeltrommel in der Nähe von Brian, um ein Stück Kabel abzuschneiden. Ja, ich muss mir also einen Lüfter zusammen basteln.
Ja, weil hier nichts so richtig zu funktionieren scheint. Okay. Was ist das Teil, oder nicht? Dazu sage ich jetzt nichts mehr. Die Fragerei kann einem ganz schön auf den Keks gehen. Sieh dir das an. Ein Stromkabel. Wenn es irgendwann gebraucht wird, kann ich es mir holen. Ach mein Gott, mach doch. Schneid doch irgendwas ab, oder? So, das Problem mit dem Stromkabel wäre damit gelöst. Okay. Okay, dann... Dann muss ich nur noch eins tun, dann muss ich endlich mal der Lüfter irgendwas mitnehmen. Weil es ist ja wirklich so in dem Spiel, es scheint wirklich so zu sein, als ob der nur das mitnimmt, was wichtig ist. Tausendmal angeguckt und trotzdem kein Verwendungszweck. Wow. Nicht wow. Also Mikrowelle, Heizspirale, ein Stück Draht, Stromkabel. Das haben wir denn jetzt, bis jetzt. Nein, ich wollte nicht schauen. Entschuldigung. Welche Bohrmaschine liegt wo irgendwo auf dem Boden? Eine Bohrmaschine. Das Werkzeug schlechthin, um Löcher zu bohren. Große, kleine, lange, dünne, ganz wie beliebt. Wenn ich das Kabel jetzt abschneide, kriegen wir das nie wieder so dran. Ich könnte maximal den Stecker abschneiden, aber warum denn nicht gleich abschrauben? Das Risiko gehe ich ein. Den kriege ich zur Not auch wieder dran. So. Ja, hier kommt man aus dem Staunen nicht mehr raus, was? Das ist ja meine Güte. Ich bin ja schon ganz heiser von dem Gequatsche. Rydek, bitte, jetzt nicht. Ich bin doch keine Labertasche. Irgendwann muss doch auch mal gut sein. Och mein Gott, du musst doch den irgendwann mal mitnehmen. Das kann doch nicht so schwer sein, einer Frau zu helfen, die da oben liegt. Hier steht doch, klicke auf den Lüfter und baue alles zusammen. Das kann doch nicht wahr sein. Sag mal, das kennst du doch. Kann man machen, muss man aber nicht. Was soll ich mit der Zange machen? Nach dem Lüfter werfen vielleicht? Bevor ich den mit dem Messer bearbeite, müsste ich rein theoretisch erstmal da rankommen. Ich hab ja auch kein Menü. So direkt. Schluss mit dem Rumgesabbel. Das kann doch nicht sein. Es steht doch dort, dass ich da draufklicken soll. Rumsabbel, du bist schon so ein Rumsabbel. Man könnte denken, ich höre mich gern reden.
Ach, Mann. Ich sollte was Sinnvolleres machen. Ja, klicke auf den Lüfter und baue alles zusammen. Das ist doch ganz normal, was hier steht. Wieso baust du da nichts zusammen? Hä? Oder muss ich hier im Menü noch was anderes suchen? Habe ich im Menü noch irgendwelche Aufgaben, Hilfe, Objekte? Der erzählt mir wieder, dass das der Lüfter, dass das keinen Sinn macht. Das ist jetzt nichts Besonderes. Das ist nichts Besonderes. Natürlich ist das was Besonderes. Oh, was für eine beschissene Idee. Nein. Ich habe jetzt nicht ganz verstanden, bei was mir das weiterhelfen könnte. Sieh dir das an. Also, es steht ja dasselbe Hinweis nochmal da. Ist es auch der Lüfter, der gemeint ist? Es gibt ja nur den einen. Hochinteressant. Doch nö. Oh, natürlich. Bitte nicht noch einmal. Ich glaube, mit der Nummer können wir jetzt langsam aufhören. Die macht nicht wirklich viel Sinn. Mann, oh Mann. Ich klicke doch immer... Ich klicke doch auf den Lüfter. Das ist doch nur der Stromversorgung. Ja. Was soll denn das? Ja, was soll denn das? Sag mal, das kennst du doch. Langsam wird's etwas eintönig. Nee, keine gute Idee. Können wir nicht mal was anderes angucken? Muss es immer das sein? Ja, das ist der Lüfter. Verstehst du? Ich verstehe es jetzt nicht. Es ist mir... Also... geht, natürlich steht hier dasselbe. Klicke auf den Lüfter und baue alles zusammen. Ja. Keine Ahnung, Leute, ich weiß es nicht. Weil das stellt sich an, das ist, ich habe hier alles. Ich habe die Mikrowelle, Heizspirale, ein Stück Draht, Stromkabel, Bohrmaschine und wie. Das wird ja angezeigt, was das alles ist. Aber er macht's nicht. Der Lüfter ist ihm egal irgendwie. Ich sollte was Sinnvolleres machen.
Okay, lassen wir das. Jetzt wird's interessant. Nein, wird's nicht. Weil du nichts tust. Was mache ich hier eigentlich? Okay, wenn mein Kollege jetzt nichts weiß. Ich glaube, davon habe ich genug gesehen. Ja, ich wollte ja auch hier hoch. Ey, Mann, ich bin nicht Einstein. Alles, was ich weiß, weißt du bereits. Eine Museumsschleuder. Mit dem Ding konnte man durch den Hudson River schwimmen und auf der anderen Seite hat es immer noch gespielt. Sowas nenne ich Wertarbeit. Wow. Na gut. Ach. Ich komme hier nicht weiter. Ich kann hier rum. Er macht nicht das, was unten steht. Drück auf den Lüfter und mach und. Ja. Okay, und da würde ich sagen, ich bin hier durch erstmal und das nächste Mal. Ich muss mal probieren, was los ist, was ich machen muss. Und ja. Es kann ja nicht so schwer sein, einen Lüfter mit den ganzen Kabeln und dem Draht zusammenzubasteln und die Frau jetzt mal ein bisschen warm zu machen, dass sie vielleicht mal aufwacht und mir erklärt, was los ist und was passiert ist. Ja, ja. Dann würde ich sagen, in dem Sinne, ja, das war erstmal der erste Teil von Sunrise, The Game. Ja, ob es einen Film dazu gibt, habe ich keine Ahnung, da muss ich mal schauen. Das weiß ich jetzt gar nicht, weil es heißt ja Sunrise, The Game und das bedeutet vielleicht, dass es noch einen Film dazu gibt. Ich weiß es nicht, I don't know. Okay, aber ich sage, bin ich erstmal weg und ja, vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, würde mich sehr freuen und ja, kostet euch ja nichts und bis zum nächsten Mal bin ich dann erstmal weg. Vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören. Tschüss.